Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir ein Vergnügen, sozusagen nach diesem exzellenten Mittagessen die Diskussion wieder zu beleben und hoffentlich zu verhindern, dass wir alle einschlafen hier. Das Essen war wirklich sehr gut. Also es geht heute um die EU-Handelspolitik und und ich denke, wenn man über die EU-Handelspolitik und die Herausforderungen der EU-Handelspolitik redet, kann man sich eigentlich auf drei Punkte konzentrieren derzeit. Das eine, der erste Punkt wurde wahrscheinlich heute Morgen auch schon verschiedentlich angesprochen, sind die Vereinigten Staaten, die ja doch nach der Wahl von Donald Trump einige beunruhigende Signale aussenden, und ich werde darüber ein bisschen mehr sprechen. Der zweite Punkt, den wir uns sicherlich überlegen müssen und ansehen müssen, ist natürlich ein sehr großes Land im Osten, nämlich China. China ist nicht nur wirtschaftlich wesentlich stärker, sondern ist auch politisch inzwischen bereit, eine wesentlich stärkere und aggressivere Rolle bezüglich der Handelspolitik, der Investitionspolitik und der Wirtschaftspolitik im Allgemeinen einzunehmen. Ja, und das Dritte wurde heute Morgen auch schon verschiedentlich angesprochen, ist natürlich, sind natürlich die Herausforderungen im Inland. Da gibt es natürlich einmal die Ablehnung in großen Teilen, in einigen Ländern zumindest in großen Teilen der Bevölkerung, gegenüber Globalisierung, gegenüber Handel, gegenüber technischer Wandel, gegenüber der Geschwindigkeit des Wandels und so weiter. Also wir haben eigentlich drei große Herausforderungsblöcke, die derzeitige europäische wirtschaftspolitische, handelspolitische Diskussion sehr, sehr stark bestimmen. Wenn wir uns erstmal die USA ansehen, dann ist das eigentlich ein Textbuchbeispiel, wie man nicht internationalen Handel unterrichten sollte. Und ich weiß, dass ein berühmter Artikel von Wilbur Ross und Peter Navarro, der also, Wilbur Ross, wissen Sie, ist der Handelsminister, und Peter Navarro sitzt im Weißen Haus und ist dort für Handelspolitik mit zuständig. Die haben einen wunderschönen Artikel geschrieben, der bevor Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, veröffentlicht wurde. Und der jetzt regelmäßig an Universitäten wie Harvard genutzt wird in Handelskursen, um den Studenten zu erklären, was alles falsch ist in der Argumentation. Also das ist wirklich ein sehr guter Artikel, den würde ich empfehlen zu lesen. Es ist wirklich interessant, den zu lesen. Als Ökonom stellen sich einem die Nackenhaare auf. Was sind die Grundideen? Ja, die Grundideen ist einmal, dass bilaterale Handelsbilanzen sehr, sehr relevant sind und deswegen ein Politikinstrument sein sollten. Das heißt, man sollte versuchen, diese bilateralen Handelsbilanzen irgendwie zu verändern, am besten die Defizite der Vereinigten Staaten in diesen bilateralen Handelsbilanzen auf Null oder sogar auf Überschüsse reduzieren. Den zweiten Punkt, den ich da machen möchte in dem Zusammenhang, ist, dass das nicht etwas ist, was erst durch Wilbur Ross und Peter Navarro hochgekommen ist in den USA. Nein, das ist relativ langfristiges Denken. Donald Trump hat also schon 1980 oder in den 80er Jahren ein Interview im Playboy gegeben. Und das ist, glaube ich, die einzige wissenschaftliche Konferenz, in der ich ein Playboy-Interview zitieren darf. In diesem Playboy-Interview, eben schon vor 30 Jahren, hat er sich bitterlich beschwert über das Leistungs- und Handelsdefizit, Leistungsbilanz bzw. Handelsdefizit mit der Bundesrepublik Deutschland. Es sei so ungerecht, dass so viele Mercedes-Benz Daimler in Amerika fahren und die Deutschen so wenige Fords fahren würden. Das war also der Tenor. Und man würde ja von den Deutschen über den Tisch gezogen. Und natürlich hat er sich bitter beschwert damals über die japanischen Investitionen in New York, die angeblich den ganzen Immobilienmarkt in
den Vereinigten Staaten von Amerika aufkaufen würden und damit ihm sein Geschäft kaputt machen würden. Ich denke, der dritte Punkt, den ich in dem Zusammenhang machen möchte, ist auch eine explizite Tendenz, Multilateralismus abzulehnen. Auch das ist etwas, was in den Vereinigten Staaten eine längere Tradition schon hat in der Debatte. Ich weise da auf einen Artikel von Bakwati, dem berühmten Handelsökonomen, hin, der in Foreign Affairs geschrieben hat über das sogenannte Diminishing Giants Syndrome. Und in diesem Artikel in Foreign Affairs hat er betont, wie sehr große Länder wie die Vereinigten Staaten, die immer von sich selbst dachten, sie seien das größte und wichtigste Land, im Prinzip relativ an Gewicht verlieren im Vergleich zu all den anderen Partnern und deswegen eine stärker nationalistisch geprägte Debatte führen. Und diese Debatte gibt es also sicherlich seit dem Anfang der 90er Jahre, in denen also auch schon sehr explizit diskutiert wurde und gesagt wurde, ja, Mensch, können wir nicht mit bilateralen Verhandlungsstrategien einen besseren Deal für uns Amerikaner rauskriegen? Ja? Das ist also eine Tradition, die auch schon damals existierte und die jetzt natürlich ganz, ganz stark zurückkommt. Warum das alles? Donald Trump ist ja, sagt das ja ganz, ganz explizit. I want to bring back manufacturing jobs. Ja? Also ich möchte Jobs im Industriegewerbe letztendlich zurückbringen. Also das ist die US-Regierung, die wir derzeit haben. Und ich glaube nicht, dass was diese Leute geschrieben haben und gesagt haben, ist das sozusagen jetzt, wo sie in der Regierung sind, irgendwie alles anders gedacht wird. Ich glaube, das denken die immer noch so. Das kann man sich jetzt natürlich drüber unterhalten. Es gibt natürlich in den Vereinigten Staaten Checks and Balances. Wir haben einen Kongress, wir haben vernünftige Leute im Senat, die natürlich auch kein Interesse haben, all diese Strategien so weiter zu verfolgen. Also wie viel davon implementiert wird, darüber kann man sich trefflich streiten. Aber Tatsache ist, in entscheidenden Positionen in den Vereinigten Staaten sitzen Menschen, die diese Weltsicht haben und die natürlich diametral dem gegenübersteht, was Standard-Ökonomie-Lehrbücher uns lehren würden. Wo könnte Donald Trump anfangen, wenn er das ernst meint, was er sagt? Hier sind die bilateralen Handelsbilanzen der Vereinigten Staaten von Amerika. Wie Sie sehen, ist natürlich China die Nummer 1 hier. Ja? Also hat ein riesiges, die USA haben ein riesiges Handelsdefizit gegenüber China im Güter, im Manufacturing Goods, ja, also bei Gütern, nicht bei Dienstleistungen, bei Gütern, bei Gütern und bei Manufacturing Gütern ganz besonders. Und haben natürlich einen kleinen Überschuss bei den Dienstleistungen gegenüber China. Und nicht umsonst hat ja auch Donald Trump am Anfang sehr stark gegen China geschossen, hat dann aber wahrscheinlich aus anderen Gründen da sich ein bisschen zurückgezogen. Der zweite interessante Fall ist Mexiko. Und wie Sie wissen, ist Mexiko derzeit in einer sehr schwierigen Phase, in der das NAFTA Trade Agreement zwischen Mexiko, USA und Kanada neu verhandelt wird oder verbessert werden soll. Und das spielt natürlich direkt darauf zu, dass eben Mexiko letztendlich mehr in die USA exportiert, insbesondere bei Manufacturing Goods, als es importiert. Und das dritte ist natürlich, hier in diesem Bild, ist natürlich neben Japan, ist natürlich Deutschland und die EU. Und insofern besteht zumindest die Möglichkeit, dass auch wir noch die ein oder andere Konfrontation bezüglich unseres Leistungsbilanz bzw. Handelsbilanzüberschusses gegenüber den USA ausgesetzt werden. Also das sind sozusagen jetzt nur die Zahlen. Warum das alles, habe ich schon gesagt, Employment in Manufacturing, also die These, die Grundthese von Donald Trump ist, dass
der Handel dafür verantwortlich sei, dass Jobs im Industriegewerbe rückgängig sind, und diese Jobs sind halt besonders diese Leute, die ihn eben gewählt haben. Und ich glaube, dass in der wissenschaftlichen Literatur eigentlich ziemlich großer Konsens darüber besteht, dass die Abnahme der Beschäftigung in diesem Sektor relativ wenig mit Handel zu tun hat und relativ viel mit technologischem Wandel und Produktivitätssteigerung in diesem Sektor zu tun haben. Ja. Das heißt, die Strategie, die er hat, sich so auf den Handel zu konzentrieren, hat wahrscheinlich relativ wenig mit letztendlich mit diesem Beschäftigungsproblem, das er eigentlich angehen will, zu tun. Wird aus anderen Gründen auch nicht funktionieren. Also ich glaube, ein bilateraler Ansatz bei Handelsverträgen macht relativ wenig Sinn in einer Welt, in der wir globale Wertschöpfungsketten haben. Wir nehmen das für den Fall, wir nehmen den Fall Mexiko zum Beispiel. Ein Auto, das von Mexiko in die USA exportiert wird, ist natürlich nicht nur ein Gut, das in eine Richtung exportiert wird, sondern der Sitz von dem Auto wurde vielleicht in Texas produziert, der Motor wurde vielleicht in Kalifornien produziert, und das geht über die Grenze teilweise hunderte Mal hin und zurück, sodass natürlich eine Einschränkung des Exportes von Autos aus den USA, aus Mexiko in die USA, ganz, ganz viele Jobs, gerade auch Manufacturing-Jobs in den USA eben auch betreffen würden. Also seine Strategie wird in diesem Bereich höchstwahrscheinlich vielleicht kurzfristig populär sein, aber letztendlich nicht sein Ziel erreichen, nämlich Jobs in diesem Sektor zu schaffen. Ein paar Zahlen dazu, wie wichtig eigentlich der Handel für uns Europäer mit den USA ist, und auch ein Bezug darauf, wie es mit anderen wichtigen Gegenden der Welt ist. Also wenn wir uns hier den Handel ansehen, dann exportieren wir als bei Gütern aus der EU 27, also ohne das Vereinigte Königreich, ich habe das Brexit jetzt schon vorweggenommen, in die USA exportieren wir 376 Milliarden, umgekehrt importieren wir 249 Milliarden, also das sind schon recht erhebliche Summen. Was aber interessant ist, dass wenn wir uns zum Beispiel China ansehen oder das Vereinigte Königreich ansehen, ist natürlich das Vereinigte Königreich für Europa, also EU-27, vielleicht sogar ein bisschen wichtiger als Exportdestination als die USA. Und China ist ein bisschen weniger wichtig, aber in einer ähnlichen Größenordnung. Also diese Beziehung ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Handelsbeziehung, die natürlich wir nicht vernachlässigen können und die für uns natürlich schon eine Rolle spielen wird. Eine Menge Jobs hängen dran. Ich glaube, was aber vielleicht noch wichtiger ist, okay, das sind die Dienstleistungen. Bei den Dienstleistungen haben wir übrigens als Europäer ein Defizit gegenüber den USA. Das heißt, die USA exportieren mehr Dienstleistungen, als dass sie sie importieren von uns. Insofern ist unsere Leistungsbilanz ein bisschen weniger negativ gegenüber den USA, als es die Güterbilanz suggerieren würde. Warum ist das alles so wichtig für die EU? Ja, also der erste Punkt ist, wie ich schon sagte, die Verhandlung, Neuverhandlung von bilateralen Handelsverträgen wird das Handelsdefizit der USA nicht wesentlich beeinflussen. Im Gegenteil, wir haben derzeit eine Steuerreform, die ja diskutiert wird, die sehr, sehr schlimme Verteilungswirkungen hat. Ja, also haben wir heute Morgen schon die Verteilungswirkungen diskutiert, also katastrophale Verteilungswirkungen haben wird. Aber als Steuerreform, die den Steuerzahler massiv entlasten wird, wird sie natürlich auch zur Nachfrage in den USA beitragen, sodass letztendlich die Differenz zwischen den Ersparnissen und Investitionen in den USA steigen wird, sodass wir letztendlich eher eine Vergrößerung der Handelsbilanz, des Handelsbilanzdefizits in den USA sehen werden. Die EU
Buch ist natürlich jetzt nicht nur durch die direkten Handelsbeziehungen mit den USA davon getroffen, ich habe die direkten gezeigt, sondern eben auch indirekt durch die globalen Wertschöpfungsketten. Und dazu möchte ich darauf hinweisen, dass es viele der globalen Wertschöpfungsketten natürlich auch über Direktinvestitionen im Ausland funktionieren. Und was eine zum Beispiel für mich eine wichtige Zahl hier ist, wenn wir uns ansehen, wie viel die EU in Mexiko investiert hat, sehen wir, dass die Investitionen, Direktinvestitionen 184 Milliarden sind. Diese Investitionen sind natürlich zum Großteil gemacht worden, um den US-amerikanischen Markt zu bedienen. Ja, also das sind deutsche Automobilunternehmen und so weiter. Und je mehr Mexiko im Streit mit den USA natürlich ins Hintertreffen gerät und Grenzen aufgezogen und weniger exportieren kann in die USA, zum Beispiel weniger Autos, umso mehr wird natürlich der Wert dieser deutschen Investitionen und europäischen Investitionen in Mexiko auffallen. Also wir sind da ganz direkt, also ganz indirekt, aber eben dann doch direkt über Investitionen in Nachbarländern auch betroffen. Gut, das zweite Thema ist China. Was ist die Chance von China und was ist die Herausforderung? Die Chance ist, also beim Handel, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viel, sehr, sehr enge Handelsbeziehungen mit China. Die werden weiter wachsen, soweit sich China weiterentwickelt und China ein größter Wachstumsmarkt weiterhin ist. Ich glaube aber, was wirklich frappierend ist, ist, dass die Beziehung zwischen der EU und China, was die Investitionen angeht, wirklich unterentwickelt ist im Vergleich zur Beziehung EU-USA. Also die Weltwirtschaft ist bei den Investitionen eine transatlantische Ökonomie, beim Handel ist es eher eine eurasische Ökonomie, um es mal so ein bisschen plastisch auszudrücken. Handel, aber besonders die größten Beziehungen sind zwischen Asien und Europa. Bei den Investitionen sind die größten Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Beim modernen Handel steigt dieser Handel oft gemeinsam mit Investitionen, sodass das Potenzial für weitere Investitionen von Europa nach China und von China nach Europa enorm ist. Also da kann wirklich eine Menge passieren. Und das ist die große Chance, die wir haben in den EU-China-Beziehungen. Die große Herausforderung, die wir haben, ist, dass China kein ganz einfacher Partner ist. Und warum ist er kein ganz einfacher Partner? Naja, also ich glaube, wir wissen inzwischen auf der ökonomischen Seite, dass China Marktzugang sehr stark limitiert. Es gibt keine Reziprozität. Wir wissen, dass EU-Investitionen in vielen, vielen Sektoren in China nur sehr, sehr schwer möglich sind und wenn sie gemacht werden, nur mit Joint Ventures. Wir wissen, dass es in China natürlich sehr, sehr starke staatseigene Betriebe gibt, die auch eine starke Finanzierung durch den chinesischen Staat bekommen. Und wir wissen, dass die Wettbewerbspolitik in China weniger stark angewendet wird, als das in Europa angewendet werden wird. Schließlich wissen wir, dass es eine starke industriepolitische Strategie Chinas gibt. Die haben also eine klare Vorstellung, was sind strategische Investitionen, die China forcieren möchte. Insgesamt ist es, glaube ich, so, dass wir sagen, relativ und gut, politisch hat sich China sicherlich hin zu einem stärker autoritär orientierten politischen System in den letzten Jahren entwickelt. Ich glaube also, dass wir hier einerseits eine große Chance haben, weil natürlich China ein wichtiger Markt ist, wachsen kann, weil wir unsere Investitionsbeziehungen unterentwickelt sind. Andererseits müssen wir uns klar machen, dass China ein wirklich anderes wirtschaftliches Modell verfolgt und eben nicht das wirtschaftliche Modell verfolgt, das wir im Westen gewohnt sind zwischen USA und Europa, sondern ein ganz, ganz anderes wirtschaftliches Modell verfolgt. Und das wird in den Jahren, die kommen, Spannung im Welthandel und im Weltinvestitionsabkommen eher verschärfen. Und da müssen wir uns als Europäer darüber Gedanken machen. Dritter Punkt, und dann komme ich zu meinen Schlussfolgerungen, wie sich jetzt meiner Meinung nach die EU-Handelspolitik entwickeln sollte.
Dritter Punkt ist natürlich die heimische Challenge. Da haben wir einmal natürlich die allgemeine Unzufriedenheit mit Globalisierung. Da haben wir die Verteilungsdiskussion schon gehabt. Aber es geht natürlich auch um Fragen der Souveränität. Akzeptieren wir es, dass es Investor Dispute Settlement Systeme, Mechanismen gibt, ja oder nein? Wie steht man, stellt man sich darauf ein? Der zweite Punkt ist natürlich, dass die EU als Akteur in Handelspolitik stark geschwächt wurde durch das Theater um das Handelsabkommen mit Kanada herum, also CETA, war ja wirklich eine erhebliche Blamage für die europäische Handelspolitik. Die ganze Welt, kann ich Ihnen erzählen, die ganze Welt, als in Wallonien da abgestimmt wurde, hat die ganze Welt bei mir angerufen in Brüssel und gefragt, was ist denn da mit eurer Handelspolitik los? Kannst du mir mal erklären, wo Wallonien liegt und so weiter? Das ist also wirklich erstaunlich, wie ein so ein kleiner Teil des Landes, in dem ich jetzt lebe, Belgien, so stark tatsächlich diese Handelsverhandlungen torpedieren konnte und beeinflussen konnte. Und das war ein Partner, der jetzt nicht China ist oder nicht Indonesien oder nicht weiß ich nicht was, sondern wirklich Kanada. Also wirklich ein Land, das ja sehr, sehr viele Standards, hohe Standards, Umweltstandards, Sozialstandards mit uns teilt auch. Also insofern war das schon ein großer Schock für die EU-Handelspolitik. Und natürlich der dritte Punkt ist, dass jedes Handelsabkommen, das man abschließt in der EU, immer unterschiedliche Auswirkungen hat auf die verschiedenen Mitgliedsländer der EU. Mercosur, diese Diskussion, Sie haben es jetzt gerade gesehen, ja, also die Mercosur-Diskussion, natürlich ist eine Öffnung der Agrarmärkte betrifft, die man dann vielleicht machen muss, um wiederum in Mercosur besseren Zugang im Automobilmarkt zu haben. Natürlich betrifft die Öffnung der Agrarmärkte Frankreich und Italien stärker, als es Deutschland betrifft, und natürlich ist Deutschland mit seiner Automobilindustrie eher daran interessiert, eine Öffnung des Automobilmarktes in Mercosur hinzubekommen. Das heißt, jeder dieser Verhandlungsschritte ist auch innerhalb der EU immer ein kontroverses Abwägen der verschiedenen Interessen. So, also wie können wir darauf reagieren? Ich habe jetzt drei Slides dazu. Die erste Slide ist zu den USA. Das basiert auf einem Papier von zwei Kollegen von mir, das wir zwei Kollegen geschrieben haben, Maria de Mertens und André Sapir. Ich glaube, da ist unser Hauptpunkt zu sagen, der beste Ansatz bei den USA derzeit ist es, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten. So, irgendjemand hat hier einen Wecker, der klingelt. mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um letztendlich das multilaterale Handelssystem aufrechtzuerhalten, regelbasiertes System. Vielleicht ein Beispiel dafür ist das, was die Bundesregierung natürlich im G20-Gipfel in Hamburg versucht hat, insbesondere beim Thema Klima, ist es ja gelungen, tatsächlich die 19 Länder beim Thema Klima zusammenzuhalten und nur einen Absatz zu haben, in dem drin steht, okay, die USA sehen das Ganze ein bisschen anders. Und wenn man natürlich die 19 zusammenhält oder die Welt zusammenhält und die USA einigermaßen also isoliert bei dem Handelsthema, dann kann man vielleicht das WTO-Handelssystem einigermaßen aufrechterhalten. Zweiter Ansatz ist, dass wir unsere Beziehungen mit Asien, die ja jetzt schon eher wichtiger sind, was den Handel angeht, als mit den USA, stärken kann. Beispiel ASEM. Ich war gerade in Seoul bei dem Treffen der Asien-Wirtschaftsminister und Handelsminister. Und das ist also eine Gruppierung von 50 Ländern, 50 Ministern, die sowohl aus Asien als auch aus Europa sich regelmäßig treffen. TPP ist ein anderes Thema, USA sind aus TPP ausgestiegen. Kann man als Europäer in gewisser Weise da wieder einsteigen und vielleicht die Handelsbeziehungen mit diesen Ländern stärken und auch da hohe Standards versuchen durchzusetzen. Und das Dritte ist, ich würde versuchen, eine Eskalation zu vermeiden, aber
man sollte schon vorbereitet sein für den Worst Case. Wir haben gesehen, auf China ging es schon los, auf Mexiko geht es auch los, vielleicht sind wir die Nächsten. Und da würde ich sagen, gibt es tatsächlich WTO-kompatible Instrumente, wie zum Beispiel Antisubsidy-Manager, also Antisubventionsmaßnahmen oder möglicherweise auch Steuermaßnahmen, die man planen sollte und nutzen sollte. Zum Thema China, ja, ich glaube, es ist sinnvoll, ein bilaterales Investitionsabkommen anzustreben und das zu diskutieren, aber man darf da nicht blauäugig reingehen, sondern ganz klar auf den harten Prinzipien bestehen. Gibt es das große Thema Une Europe qui protège, das ist jetzt sozusagen das Schlagwort, was der französische Präsident in die Debatte wirft. Ich glaube, wenn wir das auf China anwenden wollen, geht es im Prinzip um zwei wichtige Punkte. Das eine ist, was ich eine European CFIUS nenne, also es ist eine Agentur, die letztendlich strategische Interessen, insbesondere militärstrategische Interessen der USA, der Europäer schützen können. Also CFIUS macht das in Amerika und ich denke, wir sind gut beraten, darüber auch sehr klar nachzudenken. Wir haben dazu vorgedacht mit dem Lars-Henrik Röller, der jetzt im Kanzleramt ist, aber damals war er bei uns Senior Fellow, und dem Nicolas Boron haben wir 2008 ein Papier dazu rausgegeben auf der Brügel-Homepage. Zweiter Punkt ist Wettbewerbspolitik und State Aid Control. Da haben wir ein sehr starkes Rahmenwerk. Die DG Competition in Brüssel ist sehr stark und sehr mächtig und kann auch extraterritorial entscheiden. Und ich glaube, das müssen wir viel härter umsetzen, um eben überhaupt das Verhandlungsgewicht gegenüber China zu haben. Dritter Punkt ist die heimische Diskussion. Ich glaube, der erste Punkt ist gemacht. Die Kommission hat angekündigt, dass sie die Transparenz in den Verhandlungen erhöhen will. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um Civil Society mit an Bord zu nehmen. Der zweite Punkt ist, die Kommission hat diskutiert und diskutiert das ganz aktiv, ob sie nicht mehr und mehr von den Mixed Agreements weggehen soll und hin zu reinen Handelsagreements. Da wissen wir von dem Singapore-Ruling des Europäischen Gerichtshofes, dass 95% dieses Abkommens eigentlich nach EU-Regeln abgestimmt werden kann. Das heißt, man braucht keine Einstimmigkeit, das heißt, CETA können wir verhindern. Und last but not least, möchte ich doch noch den Punkt betonen, der Wohlfahrtsstaat, der berühmte europäische Wohlfahrtsstaat, ist im Prinzip etwas Positives und nicht eine Belastung, weil wir wissen, diese Verteilungseffekte sind da. Und eine Stärkung des europäischen Wohlfahrtsstaats, nicht eine Schwächung des europäischen Wohlfahrtsstaats, erscheint mir die richtige Antwort in diesem Zusammenhang. Vielen Dank. Ich denke, wir haben Zeit für zwei Fragen. Dietmar, Bundeswirtschaftsministerium. Ich habe drei Punkte, wo ich Ihnen widersprechen möchte, Herr Wolf. Zum einen CETA Wallonien. Das Problem ist die belgische Verfassung. Wenn Sie sich in Deutschland vorstellen, dass die Außenwirtschaftspolitik in der Federführung der 16 deutschen Bundesländer liegen würde, nehmen wir das mal an, dann garantiere ich Ihnen, dass das, was Wallonien gemacht hat, bei CETA hier bei uns zum Beispiel von Berlin gemacht worden wäre, Thüringen und vielleicht auch nach Bremen. Das heißt, hätten Sie das gleiche Problem und der Kernpunkt ist hier die belgische Verfassung. Und wir wissen aus der Föderalismustheorie, Außen- und Außenwirtschaftspolitik ist eigentlich nationalstaatliche Kompetenz, gibt es eine Menge Gründe für, ist halt in Belgien anders, aber da liegt der Punkt. US-Sicherheitsgarantie, das hätte ich gefreut, wenn Sie das mal etwas mehr relativiert hätten. Wir müssen damit rechnen, dass die US-Sicherheitsgarantie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten etwas verschwinden wird. Und da wäre natürlich die Frage, was daraus auch für die Handelspolitik folgt. Dann haben Sie gegenübergestellt USA, ASEM und haben uns empfohlen, mehr uns zu engagieren wegen der höheren Handelsvolumina im ASEM-Raum. Tue ich mich auch sehr schwer mit, aus zwei Gründen. Zum einen ist die Welthandelsordnung seit Dekaden von den USA geprägt worden. Das heißt, da kann man nicht nur auf die Handelsvolumina abstellen. Das können die Asiaten auch zusammen mit Europäern nicht ersetzen, diese institutionelle Prägung. Der zweite Punkt ist, wenn Sie sich die Direktinvestitionen und Spende angucken, da sind die USA, 16% der deutschen Direktinvestitionen sind in den USA, nach wie vor ein überragender Standort.
unabhängig von den Handelsströmen. Insoweit tue ich mich auch sehr schwer mit der Empfehlung, die USA zu isolieren in der nationalen Handelspolitik. Dass man den da nicht hinkriechen sollte, ist richtig. Aber die USA zu isolieren halte ich für keine sinnvolle Strategie. Und die EU wird auch nicht bei TPP einsteigen können. Also wenn Sie sich die TPP anschauen, es ist kein optimaler Wirtschaftsraum, sondern hat rein geostrategische Motive. Ohne die USA ist die TPP ökonomisch nicht allzu viel wert. Und die EU ist eben gerade im Punkt der Sicherheitspolitik keine Institution, die den Asiaten irgendetwas anbieten kann. Investitionsschutz China, prophezei ich Ihnen, das wird auch die nächsten Jahre nichts werden. Auch wenn Sie das empfehlen, halte ich für völlig aussichtslos, wenn Sie sich anschauen, wie China mit Direktinvestoren umgeht. Betrifft die USA übrigens auch, die seit 2005 verhandeln. Und EU-SIFIUS halte ich auch nichts von, und zwar einfach deshalb, wenn Sie sich anschauen, wie nationale Sicherheit in den 27 Mitgliedstaaten definiert wird, und das ist ja auch in dem WTO-Abkommen, ist ja nationale Sicherheit zwar als Grund für handelspolitische Maßnahmen genannt, aber es hat bis jetzt noch keine einzige WTO-Klage gegen nationale Sicherheit gegeben, aus gutem Grund, insoweit, als man keine einheitliche Definition von nationaler Sicherheit findet. Finden Sie übrigens in der EU auch nicht, sodass das ganze CFIUS, der CFIUS-Ansatz auf EU-Ebene aus guten Gründen nicht funktioniert. Deswegen hat die Kommission es ja auch in die Hände der Nationalstaaten gelegt. Das ist im Moment die Lage. Wir können uns alle eine bessere Welt wünschen, aber ich tue mich damit den Empfehlungen, die Sie in Ihrem Aufsatz genannt haben, insoweit sehr schwer. Ja, also da kann man jetzt lange sich drüber unterhalten. Also der erste Antwort ist, dass es schon sehr interessant ist, dass in einem Fall wie dem Eichstron-Fall letztendlich nicht wir diesen Deal verhindern konnten, sondern die amerikanische CFIUS da intervenieren musste und uns das eigentlich ganz recht war. Also ich glaube, das zeigt schon, dass wir in Europa tatsächlich da ein ernsthaftes Manko haben, uns ernsthaft Interessen zu stellen und die auch zu definieren und die zu verteidigen. Der zweite Punkt, den ich machen wollte, die Abhängigkeit von der Sicherheitsgarantie der USA, richtig, die haben wir und das müssen wir auch offen zugeben. Deswegen habe ich auch deutlich gesagt, wir sollen die USA nicht isolieren, sondern wir sollen bereit sein, falls etwas Schlimmes aus den USA rüberkommt, mit möglichst vielen Partnern in der Welt darauf reagieren zu können. Das halte ich schon für den richtigen Ansatz, weil wenn Sie das nicht machen, dann müssen Sie akzeptieren, dass wir eben weniger Mercedes in die USA exportieren und eben außer sehr stark betroffen werden dadurch. Der dritte Punkt war, Ihr erster Punkt war, Wallonien. Wallonien, genau. Also Wallonien, natürlich haben wir ein belgisches, rein belgisches Problem, aber das eigentliche Problem ist doch, dass wir eine Verhandlung, die im Prinzip auf europäischer Ebene stattfinden sollte, dass wir die und de facto stattfindet, dass wir die am Ende mit Einstimmigkeit durch alle Mitgliedsländer durchkriegen müssen. Singapur hat uns gezeigt, wir können 95% der Dinge, die wir machen können, können wir tatsächlich ohne Einstimmigkeit durchbringen. Also ich kann mir jetzt nicht hinstellen, wenn Sie wollen, können Sie ja die Empfehlung geben, als Bundesregierung der belgischen Regierung, die belgische Verfassung zu reformieren, dass die Wallonen nichts mehr sagen dürfen, von mir aus. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist doch, dass wir als Europäer, als Europäische Union agieren, als Europäische Union die Kompetenz für Handelspolitik haben und diese 95% bitteschön als Europäische Union ausüben sollen und da eben nicht Einstimmigkeit anwenden, sodass jedes Mitgliedsland der EU das blockieren kann. Da gibt es ja die EU-Verträge. Diese 5% können wir in eine andere Ecke schieben. TPP stimme ich hinzu. Ich habe es nur sozusagen um die Diskussion ein bisschen zu provozieren. Ich glaube schon, dass der asiatische Raum ein sehr, sehr wichtiger Raum für uns ist in den Handelsbeziehungen und die Wichtigkeit dieses Raums wird steigen. Also dort strategisch zu investieren, Kontakte zu knüpfen, halte ich für das Richtige. Das heißt nicht, dass die USA nicht unwichtig werden würden. Die USA sind weiterhin zentral, aber ich kann Ihnen sagen, wenn wir in den USA weiterhin Donald Trump haben werden,
noch weitere 5 Jahre, dann wird das schon die globalen Handelsbeziehungen auch beeinträchtigen und dann sollte man sich schon auch weitere Partner suchen, auch wenn die keine einfachen Partner sind. Eine Frage war da hinten. Ja, Reimann ist mein Name. Danke für den Vortrag, auch wenn ich so viel nicht verstanden habe, was die Handelsgeschichten angeht. Aber ich halte für Sie für ausgesprochen mutig, dass Sie den Wohlfahrtsstaat als Asset bezeichnen und nicht als Belastung. Ich glaube, das ist auch so, denn der Mensch letztendlich hat die Vorteile einer offenen Handelspolitik, zeigt sich in geringeren und günstigeren Preisen, aber das kriegt er gar nicht so mit. Ihn belastet viel mehr, wenn er seinen Job verliert und der ist auch viel lauter. Also den sollten wir auf keinen Fall übersehen. Jetzt meine Frage, haben Sie mal darüber nachgedacht, über ein Grundeinkommen, ein staatliches, um diese Position politisch halt noch zu stärken? Danke. Ja, vielen Dank. Also der Wohlfahrtsstaat in der Tat halte ich für ein Asset. Ich glaube auch, dass die unterschiedlichen Wahlergebnisse in USA, in England und Europa auch etwas mit dem Wohlfahrtsstaat zu tun haben. Nicht nur, aber auch etwas mit dem Wohlfahrtsstaat zu tun haben. Vielleicht nicht der Hauptgrund, aber es ist nicht einer der Gründe. Ja, jetzt können wir uns lange über die Reform des Wohlfahrtsstaats unterhalten. Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Das Minimum Einkommensgrundeinkommen, ob das Beste ist, das wage ich doch eher zu bezweifeln. Also ich bin da kein großer Freund von. Ich glaube, das wird eher komische Anreize liefern. Ich glaube, da gibt es viel bessere Ansätze. Das Flexicurity-Modell hat sicherlich viele Vorteile, aber das ist, glaube ich, ein anderer Vorteil. Vielen Dank, Herr Wolfgang.